Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück. Steht für Sie bereit, S25 nach Hennigsdorf über Südkreuz Potsdamer Platz. Heute mal ein bisschen Train-Simulator, schön, freue ich mich. Wir schauen uns das Ganze heute mal mit dem Fernsystem an. Mit, ihr seht schon, der BR481. Und ja, freue ich mich drauf. Wurde sich gewünscht. Jetzt habe ich es endlich mal hinbekommen, dass das Ganze dementsprechend auch funktioniert. Ja, lassen wir uns mal am besten überraschen und schaut euch einfach mal an, wie eventuell das diesjährige Add-on aussehen könnte vom Train Simulator. Freue ich mich mega drauf. Fahren, wie gesagt, von Teltow Stadt fahren wir ab. Dann geht's weiter. So. Abfahren. Nee, warte mal, wir haben was vergessen. Federspeicher raus. So, jetzt. Oh, was ist los? Oh. Jetzt. AFB. Wie, du fährst die S25 nach Hennigsdorf? Du hast Teltow Stadt geschildert? Oh, warte mal. Oh. Ja, dankeschön. Fehler passiert. So. Profi am Werk. Ja. So, S25. Schön mal, so könnte das bei uns hier eventuell aussehen, wenn es da mal schneien würde. Ja, tut's leider nicht. Ja. Und ich mag dieses Fährsystem sehr gerne. Ja, das ist original Ansagen sind und alles, was relativ gut umgesetzt. Das ist ein Quick-Drive-Szenario. Ja, also man findet das Ganze. Nächste Station, Lichterfelde Süd. Findet das Ganze jetzt nicht so in den Aufgabenmenüs oder sowas. Mit dazu hat man dann einmal die BR481 als verschmutzt mit Graffiti und einmal natürlich hier so Standard dabei. Ihr seht schon, ne? Die Konstellation sieht schon sehr, sehr interessant aus. Und die PZB gibt es ja hier leider nicht, von daher ist sie natürlich nicht mit dabei. Ein Zwangsencounter. Ja, ich denke mal, das könnten wir mal so im Livestream machen oder sowas. Ich weiß nicht, ob es im Let's Play so passt. Und haben wir jetzt dementsprechend natürlich auch links. Nicht wirklich Fahrzeiten jetzt hier. Eingefahrener Zug auf Gleis 2, S25 nach Hennigsdorf über Südkreuz Potsdamer Platz. So. Wundervoll. Überall Halbwissen. Naja, das reicht doch, ne? Schon mehr als manch andere. Ja. So, ja, und dann mal echt mal gespannt sein, wie dieses Addon wird. Ist ja auch meine Gegend hier, Osterfer Straße. Da ist mein Aldi und mein Edeka und so, wo ich immer einkaufen gehe. Also
immer. Das ist mein Fahrweg, wo ich jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Fahre ich immer unter die Brücke durch, unter die S-Bahn-Brücke. Und das ist vielleicht 5 Minuten von mir zu Hause entfernt. Ja, also das ist echt Wahnsinn. Was es so tolle Sachen gibt. Ostdorfer Straße. Sein Weg, sein Edeka. So. Da, seht ihr? Da ist McDonald's, da, wo ich mal meine Burger kaufen gehe. Hier hast du Aldi. Da hinten hast du so Kick drinne und sowas. Ne? Und so Schuhcenter-Zeugs. Ja. Wegen Reinigungsarbeiten besteht zwischen Yorkstraße und Gesundbrunnen Ersatzverkehr mit Bussen. Der Bio-Burger, ja, so in etwa. Dazu meine Tür schon zugemacht. Das funktionierte teilweise manchmal echt nicht. Kennt wieder sein Leben. Ja. Aber ich finde es halt cool, dass sie jetzt im Quick Drive das jetzt auch eingebaut haben, dass jetzt KI-Züge fahren. Sina Rudo. Ja. Nächste Station, Lichterfelde, Ost. Übergang zum Regionalverkehr. Der Bahnhof stimmt leider so überhaupt nicht hier, oder? Also meiner Meinung nach sieht der komplett anders aus. Aber es ist halt auch gefühlt schon Ewigkeiten her, dass ich mal S-Bahn gefahren bin. Daher, ja, wie gesagt, passt es natürlich halt nicht. Ne? Sieht mega anders aus, lese ich gerade. Deswegen freue ich mich auf dieses neue DLC schon. Und das, was man auf jeden Fall so von den ganzen Bildern gesehen hat, was wir jetzt schon alles so in den News auf jeden Fall so schon gesehen haben, berichtet haben,
Das wird ein großartiges Addon. Und es ist wahrscheinlich genau das Addon, ja, was bei mir X10 für OMSI ist, wird wahrscheinlich das Berlin-S-Bahn-Addon genau das Ding sein für den Train-Simulator. Nächste Station, Lankwitz. Publige Dorfbahnhof, ja, wa? Ey, macht aber Spaß hier, wenn du das Ganze ja mit dem Stellwerksimulator spielst. Es ist echt angenehme Strecke hier. Bin gespannt, wie später die S5 in Lotus wird. Naja, das war ja noch eine ganze Weile von entfernt. Wieder vorne Tür nicht auf, obwohl wir drin stehen, ja, vorne. Ja, bei 3D-Zug ist natürlich das Problem so, dass die Ansagen selbst eingesprochen wurden. Ja. Und finde ich persönlich jetzt nicht so geil, muss ich tatsächlich gestehen, als wenn ich mir das jetzt hier so über das Fährsystem kaufe. Allerdings, wenn du das Ganze über das Fährsystem kaufst, brauchst du natürlich dementsprechend die Software, die ist natürlich kostenlos, die wird kostenlos bereitgestellt. Ihr müsst auch natürlich das Soundpaket kaufen und ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, kostet das um die 15 bis 20 Euro. Und um das Szenario selbst zu spielen, benötigt ihr dann natürlich auch noch ein paar extra DLCs. Die BR481 wird natürlich mitgeliefert in der normalen Ausführung und in hier der Graffiti-Variante. Ja, also, oh, die wird natürlich dann dementsprechend auch noch mitgeliefert. Ja, also das ist halt dabei. Aber wie gesagt, um das Szenario halt zu spielen, benötigt es, glaube ich, nochmal, ich glaube, ein DLC von TTB oder sowas. Also dann könnt ihr das Ganze halt dementsprechend dann halt auch spielen, ne? Ach, mit R und U rennst du die Fahrertür. Naja gut, brauche ich ja nicht, oder? Macht das Sinn? Schon alleine, wenn das ein richtiges Payware, wenn so eine richtig schöne Payware BR481 da ist, großartig.
Ja, müssen sie ja, weil sie ja jetzt selbst ansprechen. Ne? Jetzt hast du aber hier das Ganze wird ja jetzt halt immer noch. Nächste Station, Priesterweg, Übergang zur S-Bahn-Linie 2. Das ist ja jetzt noch die echten Ansagemenschen, die da stehen. Weil ich weiß gar nicht mehr die Bezeichnung, wie die früher hießen. Jetzt muss ja der S-Bahn-Fahrer selbst machen und das Abfertigen des Zuges. Ausstieg links. So, machen wir hier auch die Türen auf. Ja, das habe ich nämlich auch gemacht. Das war damals ein Praktikum, ein Schulpraktikum war das damals gewesen. Da musste ich das nämlich auch machen. Das ist ja eigentlich da oben auch noch die Spiegel, die ja noch ein- und ausklappen und alles was. Achso, gibt nur den Befehl zum Türschließen. Naja, trotzdem muss er ja dastehen. Er muss ja trotzdem dastehen und gucken. Also wurde automatisiert. Ja. Wir haben hier natürlich ein paar Leute dabei, die natürlich das absolute Fachwissen haben. Ich bin ja nur so ein Zwischendurchfahrer mal. So ein bisschen. Weil S-Bahn ist für mich jetzt schon eine coole Sache, wenn es gerade hier, wenn du hier so ruhigen Strecken hast, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so als Beruf jetzt umhauen würde. Ne? Das ist immer so eine Sache. Nuschel dir gleich was. Nächste Station, Südkreuz. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, 42, 45, 46 und zum Regional- und Fernverkehr. Fahrgäste nach Flughafen Schönefeld steigen bitte hier um. Passengers traveling to Schönefeld Airport, please change here. Ausstieg links. Nach Buch. Eingefahrener Zug auf Gleis 2S25. Nee, das war nicht die originale Ansage. Ja, hier haben wir natürlich hier, ne? Zurückbleiben, bitte. Paco Süd hier, ne? Hinten, da hinten ist Ikea. Gibt's alles. Schön, dass ich die Sound höre. Habt ihr den Bus an? Wo war er?
Sieht doch besser aus als wie ein Omsi. Jetzt wieder schon wieder auf den. Guck doch zu. Jetzt hat es geklappt, weißt du? Echt, ja? So. Nächste halt Yorkstraße. Jetzt eine Zwangsbremse? Was? Problem ist, du kannst echt nicht mehr gucken, was da jetzt passiert ist. Ja, es ist. Der hat doch gerade gesagt mit Sifa. Der sagt normalerweise Sifa. Also wenn ich das jetzt echt nicht gehört habe und ihr habt da jetzt irgendwelche Sifa-Sachen gehört, dann muss ich glaube ich mal zum Ausstieg. Hörtest. Ja, du weißt, geleuchtet. Jetzt leuchtet so hoch. Normalerweise sagt er denn noch Sifa. Sifa. Stellt sich doch Hörgeräte. Ja, schon am Überlegen, ja. Richtig, 60. Ja, aber die Hupe geht nicht hier. Keine Ahnung, wo die ist. Das ist laut Mash, man. Anhalter Bahnhof, Übergang zur S-Bahn-Linie 1.
Ausstieg links. Ja, nur im Enkel hat natürlich gepasst, ne? Wenn man es denn weiß, ja, dann macht das schon Sinn. Aber da kommt doch kein Mensch drauf. So, da haben wir es ja gleich geschafft. Potsdamer Platz. Lies das Benutzerhandbuch. Ja, das habe ich meiner Meinung auch schon gelesen. Also sonst hätte ich den Zug nicht angekriegt. Nächste Station, Potsdamer Platz, Übergang zur U-Bahn-Linie 2. Genau, ja, es war ja auch angekündigt, Alter. Ja, also das auf jeden Fall S25 von Teltow bis nach Potsdamer Platz zumindest. DLC soll irgendwann ja dieses Jahr vielleicht rauskommen. Da fahren wir leider nicht mehr hin, denn für uns ist die Aufgabe jetzt nämlich hier beendet. Tja. Geiler ist natürlich, wenn das ganze Ding hier einfach funktioniert, ja, alles so hundertprozentig. Wie gesagt, ich bin echt gespannt auf das Addon und es wird das Addon wahrscheinlich des Jahres, wo ich mich tierisch sehr, sehr tierisch drüber freuen werde. Aber wie gesagt, aktuell ist noch ein bisschen relativ ruhig. Die arbeiten natürlich mit Hochdruck dran und das sieht man auch anhand der Bilder. Also ich freue mich da mega drauf. Wie gesagt, das ist hier jetzt so kleines Nebenprodukt hier, was jetzt hier noch so auf der Karte Berlin-Wittenberg halt entstanden ist. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze selber nachfahren wollt, könnt ihr das einfach mit der BR481 machen. Und wenn ihr da irgendwo immer im Internet rumsucht, findet ihr auch ein Szenario zu. Sonst, wie gesagt, von 3D-Zug habt ihr natürlich die Möglichkeit, das Ganze da halt abzufahren. Dann halt mit eingesprochenen Ansagen von 3D-Zug. Oder wie gesagt, halt das Ganze über das Fährsystem. Also es gibt haufenweise Möglichkeiten, das Ganze hier einfach abzufahren. So, und damit würde ich sagen, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Ja, hoffe, ich habe mich jetzt nicht ganz so dämlich angestellt. Wie gesagt, mit der Hupe ist natürlich ein bisschen blöd, ja, dass man das auf eine Enter-Taste legt. Komm, ey. Naja. So ist es. Ich würde sagen, ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.